mit allen, mit Lesben, mit Schwulen, sondern nicht nur seine Schäfchen ins Trockene holt, sondern insgesamt für Fairness steht. Sonst noch etwas sagen? Du möchtest nichts dazu sagen? Nö. Also ich denke schon, man kann, also es gab glaube ich sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, sehr unterschiedliche Phasen des Aushandelns oder ja auch bis in die Gegenwart, was diese Koexistenz betrifft, kann man sich sehr verschiedene Blicke drauf werfen. Es gab ja auch eine Phase, da war dann nur noch eine Person männlichen Ausgangsgeschlechts. Es war dann eigentlich so, dass nur mehr der Rudel über war. Ja. Ja, nur und wir. Was tut denn niemand? Was tut denn? Das war nur mehr der Rudi und wir. Und der Rudi hat irrsinnige Schwierigkeiten gehabt, irgendwelche schwulen Männer reinzukriegen. Ja? Und das war eigentlich, das ist schon recht lange gegangen. Das war ein, zwei, drei Jahre, hat es da immer wieder so Versuche wie ihm, die sind dann immer ganz kurz geblieben, sind dann wieder weg. Ja, das war schon auch so. Ne? Da war man in der Überzahl. Ne? Das ist das Problem auch. So WG-gestalteten aktionistischen Gruppen dabei sein, ist alles mitarbeiten, da muss man was arbeiten und dann zieht man dann halt wieder aus. Ja. Also dieses Problem hat der Rudi damals gehabt, der wirklich sehr liebevoll, man hat es jetzt auch in beiden Filmen gesehen, ich weiß nicht, ob in deinem Film, in Indianers Film, eben dieses warme Nest, das heutige Café Willendorf, das hat der Rudi Katzer damals ganz allein gebaut, zusammengestellt, er hat dort Tee serviert, er hat dort Beratungen, er wollte es als Treffpunkt installieren und also es war, ist alles sehr auf Kommunikation ausgerichtet und natürlich von wegen jetzt auch zu Frauen und Männern, sagen wir mal so, jede Gruppe, wo gerade ein Überhang war, waren zu viele Frauen in der Villa, waren die Frauen überproportional vertreten, haben sich die Schwulen ein bisschen unwohl gefühlt bei dem Gedanken und bei der Tatsache. Im Gegenzug war es, wenn zu viele Männer, wenn ein Überschwang, wenn die Quote sozusagen für schwule Männer zu hoch war, haben sich die Frauen wieder unwohl gefühlt, weil dann schaut es aus mit diesem Geschlechtsparitätsverhältnis. Heute müsste man das um Intersex-Personen und Transgender-Personen wahrscheinlich noch... Das ist ja eh schon passiert. Ne? Ja, aber das gleich noch besser definiert, damit sie sich offiziell unwohl fühlen können. Wenn ich ja, ich muss sagen, aus heutiger Sicht beeindruckt schon in deinem Film nämlich sehr die Diskussion über Weiblichkeitsfragen. Also das ist für mich etwas... Was mich aktuell sehr interessiert, sozusagen, wie schaut es mit einer Diskussion queerer Weiblichkeiten eigentlich aus? Also wo ist die Tunte heute, wie wird sie diskutiert? Weil diese Fragen, die angesprochen werden, sind ja keineswegs sozusagen beantwortet oder outdated. Und das also, möchte ich jetzt einfach mal anmerken, sowohl gegenüber euch als Bewohnerinnen, als auch gegenüber dir als Filmemacherin, dass ich das eine sehr beeindruckende Sequenz finde, dass da sozusagen die Männer sitzen und auch sagen, wir können was lernen von den Lesben und was ist eigentlich die Tunte, also worum geht es eigentlich bei der Tunte und auch sehr reflektiert in Bezug auf die Frage, was wird der Tunte wiederum von feministischer Seite vorgeworfen und warum. Für mich, ja, mich hat das sehr beeindruckt, mit ihr sehr, sehr produktiver Rückblick sozusagen auf die 80er und nämlich genau finde ich auch in dem Sinne, wie du gesagt hast, Fragen, die ja jetzt auch wieder sehr aktuell sind im Sinne einer queeren Bewegung, einer gemeinsamen lesbisch-schwulen, sozusagen eines neuen Aktivismus. Gibt es Anmerkungen oder Bitte? Ich will nur dazu sagen, der Rudi ist einer der wenigen, der das auch betont und unterstreicht, auch öffentlich. Weil es gibt da mehrere Mitbewohner sind schon öffentlich auf dem Podium gesessen, aber noch niemand hat sich auch so viel dafür verwendet und hat sich öffentlich dafür eingesetzt, dass auch für die Frauen alles stimmen soll, ansonsten er keine Ruhe nicht finden mag oder so. Das finde ich auch eine bemerkenswerte Einstellung, die ich gerne vervielfältigt sehen würde. Weil dann wären wir politisch auch schon woanders.
Es gibt auch in dem Frauencafé-Film eine Diskussion über Weiblichkeiten oder sozusagen das Richtige und das nicht richtige Frausein. Das klingt sozusagen anders, wird nicht wirklich ausformuliert, wo ich mich dann eben gefragt habe, wie hat es ausgeschaut zu der Zeit sozusagen mit den Weiblichkeiten, die für die verschiedenen Kontexte gepasst haben. Also du warst ja sozusagen mit dem Kontext Frauencafé verbunden, hast am Anfang gesagt, ist das für dich sozusagen, hat es diese Perspektive für dich gegeben, dass sozusagen klar war, das ist die Frauencafé-Weiblichkeit oder feministisches Frausein, das ist die Rosa Lila Villa Variante. Ich habe das so erlebt, dass natürlich, wenn du Frauen suchst, auch wohin sollst du gehen? Das ist immer die erste Frage. Ja? Und das Frauencafé war sicher ein sehr guter Treffpunkt dafür. Aber man hat sich auch getroffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen, beziehungsweise auch etwas auszumachen. Ja, dafür war es sehr gut. Wurden auch politisch, wurde auch Dinge vorbereitet. Und daneben gab es ja damals die Buchhandlung. Die wurde ja, weiß nicht, die waren ja aufgegeben worden, sondern die ist dann irgendwann geschlossen worden. Und der wurde Ort gewechselt. Ja, aber jetzt ist sie nicht mehr in der Landesgasse. Ja. Jetzt gibt es gar nicht mehr. Jetzt ist es. Okay. So genau bin ich da nicht mehr informiert. Und. Ja, ich weiß es aber nicht. Ich glaube, die hat es eigentlich dann noch lange gegeben. Ich glaub, ja, ich weiß. Seit 4, 5 Jahren nicht mehr. Ja. Sie ist mal ausgezogen, weil das jetzige Frauencafé war früher Frauencafé und Buchhandlung. Ja, das habe ich aber sehr schön gefunden. Der erste Teil, wo die Theke steht, weil es Frauencafé und daneben der kleine Raum. Das war irgendwie eine schöne Einheit, fand ich. Und es war dann so, es war eines Tages, also es war ja innen sieht man leider nicht, so eine Wendeltreppe. Und oben konnte man noch sitzen. Und eines Tages hat es geheißen, das muss alles weg. Und für mich hat es dann irgendwo die Atmosphäre, ist irgendwie für mich dann verloren gegangen. Für mich persönlich. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Ich habe das irgendwie sehr, für mich war das auch immer sehr aufregend. Und habe dort auch sehr liebe Frauen und kennengelernt. Und ja, irgendwie ein schöner Ort. Ja, ich weiß schon. Du schön abgeschwächt. Ich war so lieb. Nein, für mich, ich meine, Entschuldigung, du kannst ja für dich sprechen. Ja. Aber für mich war es so. Ja. Wieso, ihr habt ja lauter böse Frauen kennengelernt? Ja, das ist doch nicht. Die tun so, als würde das etwas, ja, als etwas sein, was man nicht sein darf. Nein, wenn man vom Kussverbot absieht, das haben wir dort gegeben. Das hat ja ein Kussverbot gegeben. Naja. Von wem? Ich erzähle das jetzt nur aus zweiter Hand, aber es ist eine Geschichte der Christa Beinstein, die. Wirklich? Ja. Also, weil das Frauencafé dann in zwei, vielleicht weißt du das noch? Ja, es hat ein Lesbenmusverbot gegeben, weil das vom Feminismus ablenkt. Ja, das hat die Christa Beinstein, weil das war so. Genauso wie im Frauencafé, wie in der Villa, ändern sich die Teams auch immer wieder. Und irgendwie eben, da das Frauencafé, es gibt ein wunderschönes Gedicht über das Frauencafé, das hoffentlich das jetzige Café auch irgendwann einmal publiziert, was das alles sein kann. Nachdem es ein ultimativer Ort und Treffpunkt sowohl für Lesben wie auch Feministinnen war, hat man plötzlich festgestellt, schon wieder ein Unwohlsein bei den Feministinnen, weil die Lesben überhand genommen haben und weil da ständig herumgeknutscht wurde an der Bar, was denn die Sachlichkeit des feministischen Gedankens unterminiert hat. Und deshalb wurde nachher offiziell ein Kussverbot ausgesprochen, worauf die Christa Beinstein hat, und dann hat man sich eben gewundert, wieso die Klos dann immer besetzt waren. Das hat sich dann später wieder geändert, aber wie gesagt, weißt du da mehr darüber? Naja, ich finde es ein bisschen schwierig, so im anekdotischen, ja. Aber im anekdotischen Bild von Frau, wer ist der Kuckuck überall hin? Ja, das, aber das gehört dann später in den 70er Jahren. Ich würde auf diese Frage nach den Weiblichkeiten auch nicht vertiefend eingehen, weil das führt uns wahrscheinlich in sehr, sehr
ausufernde Debatten, aber was ich in den Filmen so spannend fand, ich fand ganz, ganz deutlich, ja, dass der Frauenkaffee-Film ist etwas älter. Ne? Der ist, war offenbar 80, 81, aber hat noch dieses, also hat er in jeder Hinsicht auch die, die 70er Jahre Ästhetik auch dessen, was, was jetzt feministische Weiblichkeitsentwürfe waren und, oder gegen oder Konflikte auch darum. Ja? Und das ist 84 komplett anders, diese Grace Jones verschnitte ja, die da alle war. Das, also da ist ja so ein, das bleibt aber also da, da merkt man einfach, wie in, innerhalb kürzester Zeit sich, sich die auf Szene internen Selbststilisierungen und Weiblichkeitsentwürfe verändern. Aber das ist nicht so alternativ, also in Frankfurt gab es da schon Parallelwelten, das hat sich nicht abgelöst. Also in dem Sinne, dass Grace Jones, ich weiß nicht, Melanie abgelöst hat oder, also jedenfalls diese langhaarige Freak. Selbstverständlich gibt es eine sozusagen 70er Jahre Ästhetik in bestimmten Teilen. Nein, ich meine jetzt in Bezug auf die Kontexte in Wien, ich meine jetzt nicht in Bezug auf die Ästhetik, sondern in Bezug auf die Kontexte in Wien. Also, das war ja so ein bisschen meine Frage sozusagen, was gibt es da was Frauencafé-mäßiges und was Rosa Villa-Villa-mäßiges oder eben nicht. Ich würde sagen, also, dazu haben beide Einrichtungen eine zu lange Geschichte, als dass man das so, eine zu lange und daher veränderliche Geschichte, also 30, 30 und 35 Jahre. Ja, wo, Zeitpunkt, ja, zu dem die Filme entstanden sind. Ja, mein Argument war gerade, dass 79, 80 sozusagen gar, schon eine ganz andere Zeit ist als 84. Ja, fand ich auch, weil da hat man eben auch noch wirklich versucht, die Entwicklung der Frauen und die guten Frauen, die müssen gezeigt werden, das muss so sein, das ist dann später nicht mehr so gewesen. Das habe ich schon so erlebt, ja. Ich habe so erlebt. Ich war schon lange nicht mehr. Präsentiert, naja, weil heute ist Frauencafé, also als Mikro. Was ich schon dazu sagen wollte, ist, dass Villa, also derzeit, sicher hat jedes jetzt seine eigene Geschichte, aber was man Villa und Frauencafé irgendwie zugute halten muss und soll, ist, dass eigentlich immer in gewisser Hinsicht eine Solidarität zwischen diesen beiden Institutionen, nennen sie jetzt Institutionen, bestanden hat, sich auch gegenseitig zu unterstützen oder sonst irgendwas. Teilweise haben Frauen aus der Villa auch dort mitgearbeitet, mitgeholfen und genau in so einem Feld, glaube ich, bewegen wir uns jetzt auch wieder, weil es arbeiten Frauen, die in der Villa wohnen, arbeiten danach kreuz und quer aktivistisch in anderen Projekten mit, wodurch natürlich eine wahnsinnig gute Kommunikationsebene dann zwischen den Projekten besteht. Und das, was damals der Fall war, oder auch die Inhalte, weil ich habe die Statuten nämlich der ersten Stunde auch gelesen, nämlich Frauen kulturell zu unterstützen, zu fördern, junge Künstlerinnen zu präsentieren. Ich glaube, jetzt ist es halt auch, eigentlich hat das Frauencafé jetzt wieder so eine Back-to-the-Roots-Ebene, wo es auch wieder ein politischer Umschlagplatz sein soll und wo auch wieder junge Künstlerinnen präsentiert werden, wo Bands präsentiert werden. Und Basisdemokratie beispielsweise, speziell, wieder groß geschrieben wird. Aber was ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung finde, sich immer wieder auch neu zu erfinden und immer wieder neue Strukturen zu erfinden, in denen es einfach Projekte immer wieder weiter gibt, die auch eine Notwendigkeit in dieser Gesellschaft haben. Da halten wir es also nicht. Also das wäre halt wünschenswert, dass sie weiter bestehen können. Ne?